Amtszeit vom Nationalratspräsidenten gehört. Es ist jetzt genau 15 Uhr. Die Sitzung wird für eine dringliche Anfrage der FPÖ unterbrochen. Die Freiheitlichen wollen aktuelle ÖVP-Finanzskandale durchleuchten, wie sie selbst sagen. Es geht wohl um die Wirtschaftsbund-Affäre in Vorarlberg, die umstrittenen Corona-Förderungen, die der ÖVP-nahe Seniorenbund in Oberösterreich bekommen hat, und um den Nationalratswahlkampf 2019. Danke, Herr Präsident. Diese dringliche Anfrage gilt dem Bundeskanzler. Und selbstverständlich gilt der Staatssekretärin mein vollster Respekt. Und ich weiß auch, dass sie in der Lage und willens ist, den Herrn Bundeskanzler zu vertreten. Aber in diesem Fall, meine ich, würde es dem Herrn Bundeskanzler gut anstehen, wenn er selbst sich in dieses Parlament, in diesen Nationalrat begibt. Weil das, was er jetzt macht, ist Flucht vor Verantwortung, ist politische Feigheit und ist überhaupt mangelnder Respekt vor dem Nationalrat. Das geht so nicht, Herr Präsident. Und ich muss auch anmerken, dass ich mehr enttäuscht bin als bei anderen, der Herr Kurz und der Herr Schallenberg. Die haben dieses Parlament so nie wirklich geschätzt. Der Herr Nehammer war Abgeordneter, deshalb ist das ein noch größeres Trauerspiel. Ich beantrage daher nach § 18 Absatz 3 Geschäftsordnung die Herbeischaffung des Bundeskanzlers. Dankeschön. Jetzt ist Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm von der ÖVP am Wort. Sie vertritt gemeinsam mit dem Innenminister den Bundeskanzler. Eines kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, der vorherrschende Ton ist weder vertrauenserweckend noch professionell, und da müssen Sie alle miteinander an der Nase nehmen. Da werden Vorwürfe aufgebracht, sich gegenseitig öffentlich beschimpft und ständig der Eindruck erweckt, dass nicht gearbeitet wird, sondern nur überlegt wird, wie man dem anderen am besten schaden kann. Und wir sollten uns bei jeder einzelnen dieser... Entschuldigung, darf ich vielleicht... Darf ich vielleicht dieselbe Kontenance verlangen, die man gegenüber dem Antragsteller hat, auch der Staatssekretärin gegenüber zu wahren? Das ist das große Problem, das wir in dieser Republik haben. Und da ist Gefahr im Verzug, und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Wieso fühlen Sie sich da jetzt betroffen? Wieso regen Sie sich so auf? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir das. Ich habe gesagt, der Eindruck entsteht. Wir sollten uns bei jeder einzelnen dieser Handlungen sehr, sehr genau überlegen, wem es am Ende nützt und vor allem, was es dann am Ende des Tages auch bringt und wie es schadet. Ein gutes Beispiel dafür ist das gerade erst gestern präsentierte Entlastungspaket. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in letzter Zeit draußen unterwegs war, bei den Menschen und mit ihnen auch gesprochen hat, gerade auch in meinem Bereich. Bei den jungen Menschen, da ist enorm Feuer an, doch. Ich habe erst am Wochenende mit einem Lehrling gesprochen, der darauf angewiesen ist, tagtäglich mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Und beinahe die Hälfte seines Lehrlingseinkommens kommt mittlerweile für den Sprit auf. Auch eine junge Studentin hat mir erzählt, am Wochenende fast die Hälfte. Was ist das für Beantwortung? Zur Sache. Auch eine junge Studentin hat mir erzählt, dass mittlerweile fast die Hälfte ihrer Wohnkosten, die Betriebskosten, machen mittlerweile die Hälfte aus für Strom, Gas und vieles mehr. Und das ist das Thema, was die Österreicherinnen und Österreicher interessiert. Was machen die Politikerinnen und Politiker, die meine Vertretung sind, genau in dieser Situation, um die Menschen in Österreich zu unterstützen? Wer in der Politik sieht meine Sorgen und kümmert sich darum? Und vor allem, wer bringt die Dinge gemeinsam am Boden? Das sind die Dinge, die in Wahrheit die Österreicherinnen und Österreicher beschäftigen und nicht ihre dringliche Anfrage. Als Bundesregierung haben wir gestern ein Paket vorgestellt, um genau das abzufangen, wo es bei den Menschen aktuell am meisten wehtut, um sie zu unterstützen. Wir haben ein Paket vorgestellt, das selbst von kritischen Expertinnen und Experten und auch von ehemaligen Politikerinnen und Politikern, besonders auch aus ihren Reihen, kommentiert wurde mit den Worten: einiges richtig gemacht oder das ist gelungen.
Und jetzt frage ich mich schon, ob dann nicht einmal genug ist mit dem Spiel, das die Opposition hier auch betreibt. Hat man nicht auch als Opposition die Verantwortung? Hat man nicht auch als Opposition die Verantwortung, in diesen mehr als bescheidenen Zeiten auch einmal zu sagen, ja, mit diesem Entlastungspaket, da kommt etwas, das es auch euch leichter machen wird. Als Opposition hat man auch die Verantwortung, nicht politisches Kleingeld zu schlagen und stattdessen einmal zu sagen, ja, mit diesem Entlastungspaket wird auch vielen Menschen mehr zum Leben bleiben. Und in meinen Augen befinden wir uns aktuell auf einem sehr, sehr schmalen Grat, was das betrifft. Das Vertrauen bricht links und rechts weg in die Politik. Und genau dieser Ton hier herinnen ist bezeichnend für diese Situation. Wir befinden uns auf einem immens schmalen Grat des Vertrauens in die Politik und besonders in Politikerinnen und Politiker, ja auch der Oppositionsparteien, bricht links und rechts weg. Und jeder von uns hier herinnen hat, egal ob Regierungsfraktion oder Oppositionsfraktion, so hoffe ich zumindest, die Verantwortung und vor allem auch die Leidenschaft, Politik mit Herzblut zu machen und für die Österreicherinnen und Österreicher was weiterzubringen. Das muss in unser aller Interesse gemeinsam auch stehen. Und das eingebüßte Vertrauen, an dem viele hier Verantwortung haben, Herr Klubobmann Kickl, das eingebüßte Vertrauen können wir nur mit harter Sacharbeit auch zurückgewinnen. Da werden wir uns alle miteinander massiv anstrengen müssen und eines sage ich auch ganz klar, einen Weg der Zusammenarbeit auch wieder neu finden müssen. Wir werden beweisen müssen, dass es anders geht, dass Gerichte klären, was eben zu klären ist und dass wir Politikerinnen und Politiker in unserem jeweiligen Wirkungsbereich von Herzen nur das Beste für die Menschen, die in unserem Land leben, ganz einfach auch tun. Da gehört es auch einmal dazu, und da hören Sie jetzt ganz besonders zu, liebe Oppositionspolitikerinnen und Oppositionspolitiker, dass man wechselseitig auch gute Initiativen und Anträge auch anerkennt und unterstützt. Und da zähle ich auf Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, für das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in die Politik. Und nun darf ich in Vertretung unseres Bundeskanzlers Ihre dringliche Anfrage beantworten. Zu den Fragen 1 bis 4, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zur Frage 5, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zum Parteiengesetz sind Änderungen geplant, insbesondere eine verstärkte Transparenz und stärkere Kontrollmöglichkeiten des Rechnungshofes. Zu einem entsprechenden Initiativantrag fand vor kurzem eine umfassende Ausschussbegutachtung statt, die am 10. Juni geendet hat. Dazu finden derzeit Gespräche innerhalb der Koalition bzw. der Clubs statt. Zur Frage 6, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zur Frage 7, nein, die Mitglieder des unabhängigen Parteien-Transparenzsenats sind in der Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Das ist verfassungsrechtlich abgesichert. Auch die im Bundeskanzleramt eingerichtete Geschäftsstelle des unabhängigen Parteien-Transparenzsenats agiert unbeeinflusst und ausschließlich im Auftrag der unabhängigen Mitglieder des unabhängigen Parteien- und Transparenzsenats. Zu den Fragen 8 bis 12, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zur Frage 13, die Mitglieder des unabhängigen Parteien- und Transparenzsenats sind in der Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. Die Mitglieder sind keinem Regierungsmitglied berichtspflichtig. Zu den Fragen 14 bis 18. Dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zum Parteiengesetz sind Änderungen geplant, insbesondere eine verstärkte Transparenz und stärkere Kontrollmöglichkeiten des Rechnungshofes. Zu einem entsprechenden Initiativantrag fand vor kurzem eine umfassende Ausschussbegutachtung statt, die am 10. Juni geendet hat. Dazu finden derzeit Gespräche innerhalb der Koalition bzw. mit dem Club statt. Zu den Fragen 19 bis 23, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zur Frage 24, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Zum Parteiengesetz sind Änderungen geplant, insbesondere eine verstärkte Transparenz und stärkere Kontrollmöglichkeiten des Rechnungshofes. Und zu einem entsprechenden Initiativantrag fand vor kurzem die umfassende Ausschussbegutachtung statt. Die hat am 10. Juni geendet und die Gespräche in der Koalition bzw. mit den Clubs laufen. Zu den Fragen 25 und 26.
Es ist weder vom Umfang des Interpellationsrechts umfasst, noch faktisch möglich in der Zeit, die für die Vorbereitung der Beantwortung der hier gestellten Fragen zur Verfügung stand, Zahlungen an knapp 900 Vereine einer Liste zu überprüfen, sofern diese Zahlungen im Vollzugsbereich des Bundeskanzleramtes bereits im Rahmen der parlamentarischen Interpellation zulässig abgefragt wurden. Wurden die entsprechenden Informationen auch bereits erteilt. Dies gilt auch für zukünftige Anfragen und deren Beantwortung. Zu den Fragen 27 und 28, dazu hat der Vizekanzler bereits öffentlich Stellung genommen. Zu den Fragen 29 bis 31, dazu ist mir nichts bekannt. Und zu den Fragen 32 und 33, dies ist nicht Gegenstand der Vollziehung. ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakholm vertritt Bundeskanzler Karl Nehammer, der sich der dringlichen Anfrage heute nicht persönlich stellt. Plakholm sieht auch die Opposition in der Verantwortung dafür, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik nachlässt. Jetzt meldet sich Nikolaus Scherak von den NEOS zu Wort. Dringliche Anfragen in diesem Haus sind dazu da, dass Abgeordnete Anfragen an Regierungsmitglieder stellen können und stellen dürfen, die auch zu beantworten sind. Jetzt kann es sein, dass dort einzelne Fragen nicht im Zusammenhang mit der Vollziehung sind, aber ich habe versucht, in der Geschwindigkeit mitzulesen, wenn es die Frage gibt, ob es Initiativen der Bundesregierung zu etwas gibt und die Frau Staatssekretärin sagt, das ist nicht im Vollziehungsbereich der Bundesregierung, dann frage ich mich, was wir hier überhaupt machen. Natürlich ist das dort. Und genauso... Auf welche Frage beziehen Sie sich? Es war bei der Frage Nummer 7 gefragt, ob es Interventionen beim UPTS gab vom Bundeskanzler bzw. seinem Amtsvorgänger und hier darauf zu verweisen, dass der UPTS weisungsungebunden ist, ist auch keine Antwort auf die Frage. Die Frage ist, ob es Weisungen gab oder Interventionsversuche. Ich würde wirklich bitten, dass wir das sehr ernst nehmen und diese Fragen beantwortet bekommen. Abgeordneter Leichtfried. Auch Jörg Leichtfried von der SPÖ hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Ich möchte beim Kollegen Scherak anschließen. Das, was uns hier geboten wird, ist eine einzige Farce. Beispielsweise auf die Frage 25 und 26 zu antworten, es ist nicht möglich zu antworten, oder auf die Frage 29, 30 bis 31, es ist nichts bekannt, ist eine Frechheit und ein Skandal. Und ich frage mich jetzt langsam, Herr Präsident, was da Ihre Aufgabe und Ihre Rolle ist. Weil es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Fragen des Parlaments auch beantwortet werden. Und Sie sitzen da oben und tun nichts. Es ist unerhört. Ich verlange jetzt, Herr Präsident, dass diese Sitzung unterbrochen wird und geklärt wird, wie wir zu unseren Antworten kommen können, weil so geht das sicher nicht. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, auch auf der Galerie. Gerade auf der Galerie, das war jetzt eine besondere parlamentarische Situation, Stehungen während einer Debatte sind nicht so häufig. Also eine Stehung heißt, dass sich die Fraktionschefs und Chefinnen hier im Parlament zusammenstellen und darüber debattieren, wie mit der Sitzung weiter getan wird. Und an dieser Stelle muss ich schon sagen, dass es legitim war, diese Stehung zu machen und auch diese Einwände vorzubringen von der Opposition. Wir haben hier im Parlament, also wir als Abgeordnete haben hier die Gelegenheit zu debattieren, zu beschließen, zu reden, und die Regierungsmitglieder haben die Aufgabe, Rede und Antwort zu stehen, zu informieren darüber, was in der Regierung passiert. Und die dringliche Anfrage ist das zentralste Instrument der Opposition eigentlich, mit der man an einem Tag ein Thema setzen kann und auch eben Antworten, die dann innerhalb von 3 Stunden erarbeitet werden müssen,
vom jeweiligen Kabinett auch erhalten kann. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass die Beantwortung dieser dringlichen Anfrage leider wirklich ungenügend war. Jetzt ist es grundsätzlich auch nichts Neues. Ich war Abgeordnete von 2013 bis 2017 in einer anderen Regierungskonstellation. Und mangelnder Respekt gegenüber dem Parlament ist nichts, was hier zum ersten Mal auftreten würde. Und ich glaube nicht, dass das Ihre Absicht war, Frau Staatssekretärin. Und ich glaube auch, dass Sie es in Zukunft wieder besser machen werden. Oder ich hoffe es jedenfalls. Ich erwarte es mir eigentlich. Die aktuelle Bundesregierung kann ich die in der Anfrage erwähnten Interventionsversuche ausschließen. Auch für Vorgängerregierungen sind mir keinerlei derartigen Interventionen bekannt. Zur Frage 9. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass wir in einem Rechtsstaat leben und die zuständigen Behörden die in der Frage angesprochenen Förderungen derzeit prüfen. Diese Prüfung gilt es abzuwarten und anders als in der Frage unterstellt, gibt es bis dato keine Feststellung, dass die erwähnte Auszahlung unrechtmäßig erfolgt ist. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Ich weiß nicht, was sich die österreichische Bevölkerung denkt, wenn sie dieses Schauspiel von der Regierungsbank heute mitverfolgt hat. Ganz Österreich schüttelt den Kopf angesichts der Tatsache, dass nicht im Wochentakt, nicht im Tagestakt, sondern eigentlich schon fast im Stundentakt immer neue Stinkbomben aus dem Bereich der österreichischen Volkspartei aufschlagen, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man sich zuerst darüber aufregen soll, weil es eine korruptive Reizüberflutung in diesem Land gibt. Und Sie sind das Epizentrum dafür und niemand anders, die österreichische Volkspartei. Dann macht das Parlament, das im konkreten Fall die Freiheitliche Partei, das, was ihre ureigenste Aufgabe ist. Sie übt Kontrolle aus und dafür gibt es das Instrument der dringlichen Anfrage. Und dann schauen wir uns an, wie die österreichische Volkspartei in Gestalt des Bundeskanzlers und 100% Parteiobmannes Karl Nehammer damit umgeht. Der Held von Kiew kneift. Der Held von Kiew und Moskau kneift in der Zwischenzeit das zweite Mal bei einer dringlichen Anfrage der Freiheitlichen Partei. Das ist auch etwas, was System hat. Er ist zu feige, hier sich der Wahrheit zu stellen und die Konfrontation mit uns aufzunehmen. Na, Sie haben einen schönen Flernze als Parteiobmann gewählt, das muss ich Ihnen sagen. Zu feig ist er, um hier der Auseinandersetzung standzuhalten. Und die Unschuldsvermutung. Und deswegen ist es ja so, dass es tatsächlich stimmt, was der Bundeskanzler gesagt hat bei seinem Interview am 29.12. des letzten Jahres, also beim Jahresrückblick und beim Jahresausblick. Er hat ja gesagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem, das stimmt, der Satz ist falsch, so macht er keinen Sinn. Er muss richtig lauten, die österreichische Volkspartei ist ein Korruptionsproblem. So stimmt dieser Satz.